Irgendwann hat sich das dann halt so entwickelt, dass ich mit Flair auf Tour gegangen bin. Auf dieser Tour halt dann auch nicht vergütet wurde. Das heißt, ich hatte gar keine Einnahmequelle. Das heißt, auf einmal sitze ich da, habe eine Frau an der Backe, Freundin in dem Fall, habe meine Mutter an der Backe, habe viele Leute, die in mich Hoffnung stecken, in Polen und in Deutschland so, bin im Licht der Öffentlichkeit irgendwie eine aufstrebende Künstlerpersönlichkeit sozusagen, aber kann mir halt nicht mal selber ein Taxi nach Hause bezahlen, wenn ich von der Session, um mit Flair zu schreiben, nach Hause fahren will. Und das war halt das Problem. Und deswegen bin ich dann halt irgendwann auch gegangen. Dann gab es natürlich auch zwischenmenschliche Differenzen, weil wenn du in einer Position der Schwäche zu irgendjemandem gehst, brauchst du schon einen sehr großzügigen Chef, sage ich mal, dass der halt diese Schwäche deinerseits halt in dem Moment auch nicht ausnutzt. Also ich habe es oft in der Industrie gemerkt, dass wenn jemand denkt, er steht über dir, er das natürlich auch knallhart ausnutzt. So. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat Flair mir auch eine Möglichkeit geboten, mit ihm zu arbeiten und so. Und das war natürlich cool, aber ich meine, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, muss ich mal ganz kurz überlegen, 32 Jahre alt. Mit 32 willst du natürlich nicht irgendwo wie ein Anhängsel oder wie der Wasserflaschenhalter von irgendjemand anderen irgendwo rumlaufen, sondern du willst natürlich auch dein eigenes Ding machen. So. Und dadurch, dass mein Wohnsitz halt in Polen war, mein ganzer Freundeskreis in Polen, meine Familie in Polen, meine Beziehung in Polen, alles, was mich irgendwo im Alltag auch begleitet hat, war in Polen. Sozusagen war ich die ganze Zeit wie im Exil so, und habe die ganze Zeit auf die Arbeitsgenehmigung gewartet, sprich auf einen normalen Vertrag, auf normale Vergütung, auf normales Geld. Und du gehst auf Tour, du kriegst kein Geld. Du machst dann unterwegs, du kriegst kein Geld. Also gehst du irgendwann. Und das war halt so das Ding so. Und ich hatte eigentlich einen Bandübernahmevertrag unterschrieben auf ein Album. Und dann stellte sich halt heraus, dass dieses Album halt schon bindend war, weil ich am Ende des Tages irgendwo einen Künstlervertrag unterschrieben habe. Und mir wurde halt gesagt, das sei derselbe Vertrag, den Jalil hat. Ja, ich weiß nicht, was für einen Vertrag Jalil unterschrieben hat, so, aber es hat auf jeden Fall lange gedauert, um aus diesem Vertrag rauszukommen. Und ich kann ihm das auch nicht übel nehmen. Weißt du, ich meine so ganz ehrlich, so Flair ist ein Freund von mir, immer gewesen so. Und das Problem ist halt einfach manchmal die Diskrepanz zwischen persönlicher Freundschaft und Sympathie und Musikbusiness. Und ich glaube, dass viele deutsche Rapper ein großes Problem damit haben, einen anderen Stern am Himmel aufgehen zu sehen und vielleicht nicht Platz zu machen, aber einfach jemand anders noch am Firmament neben sich zu akzeptieren. Nur gibt es halt einfach Situationen, in denen das einfach eklig ist. Weißt du, wo du sagst, so, ey, ganz ehrlich, wenn ich, und jetzt habe ich auch ein bisschen Geld, mir geht es auch ein bisschen gut und so, wenn ich jetzt mit einem Jungen rede, der nicht mal mit mir Geschichte hat, nicht mal so lange im deutschen Rap irgendwo unterwegs war, wie ein Centino, und dieser Junge sagt, hey, ich bin hier mit meiner Frau, so und so, Bruder, wir müssen gucken, ich weiß nicht, wie ich das dribbeln soll, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, wie es weitergeht und so. Ich habe da was versprochen bekommen, ist leider nicht passiert, was sollen wir jetzt machen und so. Das wird dir jeder Mensch, der mich kennt, bestätigen, dass ich jetzt in diesem Augenblick mit 30 Leuten im Hip-Hop-Business in Kontakt stehe, wo ich wirklich der Hälfte auch am Helfen bin. So. Ja, ich weiß. Weißt du, so, wo ich Leute in Italien, Leute in NRW, Leute in Berlin, egal wo, mit dem bisschen, was ich habe und der Reichweite, die ich habe, helfe ich Menschen. Das bedeutet für mich natürlich, dass an dem Moment, wo du jemand eine Uniform anziehst, siehst du, was für ein Mensch er ist sozusagen, und manche Leute stellen sich halt einfach als schwierige Charaktere heraus. So. Weißt du, ich meine so, und persönliche Freundschaft in dem Sinne war immer da und Sympathie war immer da, aber auf Business-Ebene war ich natürlich hart enttäuscht, dass es halt so gekommen ist, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, ich werde hier für das nicht bezahlt, das ist nicht so passiert, wie es passieren sollte, und das Album wird wahrscheinlich gar nicht so passieren, und am besten, ich sitze nur da zu Hause, schlafe auf der Couch, schreibe, mache dies, mache das, komme mit und krieg mal eine Jacke geschenkt. Oder was für Labelangebote gab es nach der Zeit, wo du dann plötzlich weg warst von Flair, von Maskulin? Ich habe überhaupt keine Angebote in Deutschland gesucht. Aber kamen da welche? Bestimmt. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Streits mit Flair und aufgrund seiner rechtlichen Ansprüche, aufgrund des Vertrages, den ich unterschrieben habe, nicht gute Verträge bekommen. Okay. Ohne Mithilfe von anderen Rappern oder Leuten aus dem Hintergrund, die mich da rausgeholt hätten oder was weiß ich. Deswegen hatte ich dafür auch keine Zeit und bin nach Polen gegangen.
ein neues Album da gemacht, habe es aber auch nicht rausgebracht zu der Zeit, weil wir einfach den richtigen Moment abwarten wollten. Erstens und zweitens waren wir natürlich im Rechtsstreit. Okay. Also es gab einen Rechtsstreit. Flair hat mich wegen Vertragsbruch verklagt. Wir haben auch geklagt. Wie gesagt haben, ey, eigentlich sollte es ja wirklich nur für dieses eine Sentinels Way 3 sein und jetzt nicht für Mein Arsch und Universum. Und dann ist es halt so passiert, also, dass dann alle möglichen Sachen einfach gesperrt wurden. Ich konnte keine Musik rausbringen und so. Also es war schon eklig. Also aus der Intention heraus, jetzt doch nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen und so, wenn man ein fertiges Album gemacht hat und dann sich mit seinem alten Jugendfreund wieder zusammentut und dann so ein Unterwegs dabei herauskommt. Und selbst wenn mein Wunsch gewesen wäre, reinzuhauen, bei dem Geld, was geflossen ist und bei dem Einsatz, den ich gezeigt habe und bei der Dynamik, die sich entwickelt hat, aufgrund dessen, dass er von einem Straßenstaub hoch auf einen Unterwegs gegangen ist. Natürlich auch mit Hilfe von einem Jalil, der auch auf Tour dabei war, von Ganji und von den ganzen anderen Beteiligten auch. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, ich hätte jetzt alleine hier Flair wieder zurückgebracht, aber des Öfteren hat man solche Töne dann halt aus dem persönlichen Umfeld gehört, dass sie gesagt haben, warum hast du ihn wieder zurückgebracht, warum hast du ihm in der Sache geholfen. Es ist halt natürlich auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie zaubern kann und irgendwie aus jeder erloschenen Flamme wieder Feuer machen kann, aber die Dynamik zwischen uns war halt immer sehr krass so und deswegen, wo wir beide aufeinander getroffen sind, ist halt wieder was Krasses passiert. Und im Guten und im Schlechten. Von daher langfristig gedacht, aus der heutigen Perspektive, will ich die Zeit auch nicht missen, weil es für mich auch eine krasse Lebenserfahrung war. Und ich einfach sagen kann, ey, jeder Mensch lernt aus seinen Fehlern, manche halt auch nicht, weißt du? Ab und zu mal schreiben, ab und zu mal sprechen und alles cool. Also da gibt's kein böses Blut und kann es auch gar nicht geben. Weil wie gesagt, ich habe für sowas keine Zeit. Und ich komme aus einem komplett anderem Milieu und von einem anderen Planeten, von einer ganz anderen Familie, die ganz andere Sachen durchgemacht hat, von einem anderen Großvater, von einer anderen Prädisposition, geschichtlich, sozial und aus jeglicher Herangehensweise heraus betrachtet, kannst du mich überhaupt nicht du kannst mich in einer persönlichen Konfrontation, in einem persönlichen Gespräch mit ihm, kannst du mich vielleicht stumm kriegen, weil ich mir dann denke, nicht der Klügere gibt nach, aber wie gesagt, durch meine Einstellung auch eine gewisse Ignoranz, die ich auch an den Tag lege und die ich auch einfach habe, kommentiere ich dann irgendwann einfach auch gar nicht mehr. Aber wenn wir sagen würden, so, es würde hart auf hart gehen oder was weiß ich, das will ich gar nicht so weit. Ich hab zu wenig Hassgefühle irgendjemandem gegenüber, der nicht meine Frau, meine Mutter fickt und mein Geld mir nimmt oder meinen Bruder tötet, als dass ich mich mit irgendeiner Scheiße aufhalten kann. Und wenn ich wirklich ein Problem habe und ich habe in meinem Leben solche Situationen sicherlich schon mal erlebt, dann kläre ich meine Sachen ganz anders. Da brauche ich keinen Rap für, kein Forum wie ein Interview oder Twitter, Instagram oder irgendwas. Und deswegen, also um ganz bescheiden zu sagen, so, ich glaube nicht, dass es viele Rapper gibt, die einen Grund haben, mit mir Streit anzufangen. Also sinnlos. Ich habe auch keine Lust. Ich bin auch nie ein Typ gewesen. Ich habe seit 2005 oder so niemanden mehr wirklich gedisst. Damals war das für mich Rapsport. Ich war 21, 22. Da hat man sich noch so Sammy Deluxe, Curse. Auf dem Sentinels Way 3 habe ich ein paar Mal Curse angegriffen, weil ich den halt einfach unfassbar... K1 auf unterwegs. K1, ja, auf unterwegs, ja, klar. Weil zu der damaligen Zeit erschien einem das auch nicht plausibel, was ein K1 gemacht hat. Ja. Aber wie gesagt, Bro, also so das Verhältnis heute ist normal, ist neutral, ist kollegial. Ja, easy. Es kann keine Probleme geben, es wird keine Probleme geben, niemals. Und es gibt keinen Stress oder irgendwas. Ich meine